Am Anfang möchte ich mich heute gerne mal bedanken für den Wahnsinns-Support und dass es tatsächlich ganz viele Menschen gibt, die meine Geschichten hören. Dafür gibt es heute zu Halloween mal eine kleine längere Geschichte von Edda und ihrem Pony Ho. Eine Dame namens Martha. Oha, ist das ein schönes Gefühl, dachte sich Edda, als sie ihre Sachen packte. 2 Wochen wird sie jetzt jeden Tag auf der Ranch verbringen, weil endlich Herbstferien sind. Ja, und dann ist ja auch noch Halloween. Edda überlegte einen kleinen Moment, was sie wohl zu Halloween anzieht. Stups! Edda drehte sich um und Miley stand hinter ihr. Edda sagte, na, Pipilotta, Victualia, Pfefferminza, Eliots Tochter, Pippi Langstrumpf. Miley wedelte mit der Rute. Das machte sie immer, wenn Edda alle ihre Namen aufzählte und stupste sie wieder an. Oh, du musst wohl mal raus. Edda bemerkte, dass es schon ziemlich spät war und sie noch gar nicht draußen war mit ihr. Los, komm, ich packe nachher einfach weiter. Edda schaute durchs Fenster und sah, wie schön die Sonne draußen schien. Sie lächelte und sagte, wir gehen in den Park. Es war ein richtig schöner Herbsttag, als sie die Straße lang liefen. Überall die bunten Blätter. Und es war nicht mal kalt. Im Park waren nur ein paar Kinder auf dem Spielplatz und tobten ganz wild umher. Edda war schon ganz aufgeregt und hatte es irgendwie eilig und lief gleich wieder nach Hause. Als sie in ihrer Straße ankam, hörte sie Tante Rita laut lachen, die gerade das Rollo von ihrem Laden aufzog und mit vorbeilaufenden Leuten lauthals redete. Edda winkte ihr und mit einem Mal ließ Rita das Rollo los und zack, flog es wieder runter. Edda! Komm mal hierher, ich habe was für dich! Edda lief gleich zu Rita, die in ihren Kiosk rannte und direkt mit einem Beutel wieder rauskam. Mit einem breiten Grinsen sagte sie, hier, Edda, dein Halloween-Kostüm, das passt meinen Kindern nicht mehr. Edda strahlte Tante Rita an und sagte, oh, danke, Tante Rita, das ist ja wie im letzten Jahr, da habe ich auch eins von dir bekommen. Tante Rita grinste und sagte, ja, ich weiß. Es war ein Geist mit vielen Knöpfen, also ein Knopfgeist. Edda verstummte und schaute Tante Rita ganz erstaunt an und sagte, du kennst Knopfgeister? Tante Rita schmunzelte nun ganz komisch und sagte, ha, ich habe noch was vergessen. Hier, mein Schatz, noch eine Zimtschnecke. Edda nahm die Zimtschnecke und war immer noch ganz erstaunt und sagte, danke, danke, Tante Rita. Die drehte sich um und schnatterte gleich wieder mit einem Kunden, der eine Zeitung bezahlen wollte. Edda stand noch staunend da und musste gleich an das Erlebnis mit den Knopfgeistern denken, was sie und Ole im letzten Jahr an Halloween erlebt haben. Edda schaute Miley an, die ganz brav neben ihr saß und Edda anschaute. Sie hat mir gar nicht geantwortet, sagte sie zu Miley. Es hupte und Edda drehte sich sofort um. Opi! Rief sie und rannte sofort los und sprang ihren Opi direkt in die Arme und hätte noch fast ihre Zimtschnecke fallen lassen. Du bist ja schon da, sagte Edda. Eddas Opi freute sich und drückte Edda und sagte, na klar, ich bin sogar 10 Minuten später, die Schranken waren zu. Hast du schon deine Sachen gepackt? Und machte dabei die hintere Autotür auf. Und zack, sprang Miley rein. Oh, sagte ihr Opi. Also Miley ist schon startklar. Edda freute sich so und sagte, hab schon alles gepackt. Endlich konnte die Fahrt losgehen, in die Ferien. Als ihr Opi sagte, oh, sag mal, ist das da dein Beutel? Mitten auf dem Weg lag der Beutel von Tante Rita. Edda rief völlig überdreht, oh mein Gott, ja, da ist mein Halloween-Kostüm drin. Und sprang wieder aus dem Auto, um den Beutel zu holen. Beim Einsteigen sagte sie, puh, nochmal Glück gehabt. Und grinste ihren Opi an. Es war ja nur ein Dorf weiter. Aber Edda kam es wieder wie eine Ewigkeit vor. Von der Straße aus konnte man die Ranch sehen. Und Edda verdrehte sich richtig. Konnte aber so gar nichts erkennen. Diesmal war sie so aufgeregt und konnte es gar nicht erwarten, endlich zum Boji zu fahren. Nun konnte sie endlich los
und Edda fuhr mit ihrem Rad zur Ranch. Irgendwie war dort kein einziger Mensch zu sehen. Wo sind denn alle? Dachte sie sich und fuhr wie immer ungebremst in den Fahrradständer. Diesmal wäre sie beinahe fast vorne übergekippt, als eine Stimme sagte, davon geht dein Reifen kaputt. Edda drehte sich um und rief ganz erfreut, Timmy! Na, sagte sie, wo sind denn alle? Tim schien sich genauso zu freuen, obwohl sie sich ja täglich in der Schule sehen. Aber es war irgendwie eine andere Freude. Tim sagte, die sind alle im Saloon und schmücken dort. Für Halloween. Edda sprang von ihrem Fahrrad ab und lief direkt in den Saloon. Oh Mann, sah das toll aus. Und überall diese angeklebten Spinnenweben. Mit einem Mal fasste ihr jemand auf die Schulter. Edda wollte sich gerade umdrehen, als sie die Hand sah und kreischend zur Seite sprang. Consti lachte. Er hatte ihr eine Hand von einem Skelett auf die Schulter gelegt. Alle lachten über Eddas Schreien. Lisa kam auch gleich angerannt und drückte Edda und sagte, da bist du ja endlich. Weißt du schon, was du heute Abend anziehen wirst? Edda war immer noch ganz überwältigt von diesem Schreck. Consti lachte immer noch und man hörte, wie er den Schrei von Edda nachmachte. Edda sagte mit einem Mal, nein, ich weiß nicht, was ich heute für ein Kostüm habe. Lisa schaute ganz ungläubig und sagte, komm, wir schmücken weiter zusammen und drückte ihr die Tüte mit den Spinnweben in die Hand. Mann, sah das verrückt aus in dem Saloon. Heute 18 Uhr sollte es losgehen. Diese Halloween-Party mit Musik und Grillen. Also mal was ganz anderes. Schnell huschte Edda noch zu Boji, bevor sie nach Hause fuhr, um sich umzuziehen. Da sie heute ja nur mit Schmücken beschäftigt waren und mal nichts mit den Pferden gemacht haben. Boji schupperte sich gerade und kam direkt angelaufen und stupste ihr ins Gesicht. Oh, da mag dich wohl einer, sagte eine tiefe Stimme. Oh, hallo Eggy. Na, freust du dich schon auf heute Abend? Fragte er. Viel Zeit war ja nicht mehr, aber alle mussten noch mal nach Hause, um sich umzuziehen. Edda packte erstmal ihren Koffer aus und ließ sich aufs Bett fallen und schaute dabei aus dem Fenster und sah den großen Kastanienbaum, der genau vor ihrem Fenster stand und schaute, wie die Blätter sich im Wind bewegten und einige davon fielen runter. Buh! Edda schreckte zusammen und sagte, Hey, Pony Hu, du kleines, freches, dickes Pony. Das grinste und sagte leise, Ich bin nicht dick. Edda sprang auf einmal aus dem Bett und sagte, Wir schauen jetzt mal nach, was ich dieses Jahr für ein Kostüm von Nadrita bekommen habe. Und suchte den Beutel. Oh, sagte das Pony Hu, jetzt wird's gruselig. Und hüpfte aufs Bett und legte sich hin und schaute Edda erwartungsvoll an. Edda kippte den Beutel aus und wieder hatte Tante Rita kleine Sachen mit dazugelegt. Zum Malen. Es kullerte eine kleine Glasmurmel durchs Zimmer. Edda hüpfte direkt hinterher und griff nach der Murmel. Sie hielt die Kugel ins Licht und sagte, Schau mal, da ist ein kleiner blauer Knopf drin. Und zeigte es gleich ihrem Pony Hu. Die ist aber schön und die ist so voller Glitzer. Sagte das Pony Hu. Edda war ganz fasziniert und steckte sich die Murmel in ihre Hosentasche, um endlich das Kostüm von Tante Rita zu begutachten. Mit einem Ruck zog sie das Kostüm hoch und schaute verblüfft ihr Pony Hu an. Das schaute genauso dumm aus der Wäsche. Hä? Sagte Edda. Das ist ja genau das gleiche Kostüm wie im letzten Jahr, nur noch mit Knöpfen dran. Ja, sagte das Pony Hu. Haha, du gehst wieder als Knopfgeistbefreier. Edda grinste. Oh ja, das weiß ich noch. Das war ganz schön verrückt, was da passiert ist, sagte Edda. Edda zuckte mit den Schultern und zog es direkt über den Kopf, um es gleich anzuprobieren. Es klingelte und man hörte Eddas Opi rufen. Edda, Tim ist da, kommst du? Edda zog schnell ihr Kostüm an sich runter und warf noch einen kurzen Blick in den Spiegel und rannte los. Wir haben ja Geister im Haus, sagte ihr Opi und lachte, als er Edda sah. Hey, hier ist noch ein Korb für Süßigkeiten.
Da nahm den Korb und sah Tim schon auf seinem Fahrrad sitzen und rief schon von Weitem, »Das gibt's doch jetzt nicht!« Tim hatte fast das gleiche Kostüm an und schaute genauso dumm, wie Edda ihn anschaute. Timmy sagte mit einem Mal, »Ich habe das Kostüm von meiner Tante bekommen und du?« »Ich habe meins von Tante Rita vom Kiosk.« Tim schaute nun noch dümmer und sagte, »Das ist meine Tante.« Jetzt musste Edda lachen und sagte, »Also noch komischer kann es heute nicht mehr werden.« Tim schüttelte mit dem Kopf und sagte, »Die näht sie selber nicht.« Tim schaute Edda an und sagte, »Wozu denn der Korb?« »Na ja«, sagte Edda, »mein Opi denkt bestimmt, dass wir nach Süßes oder Saures fragen.« »Das hab ich noch nie gemacht«, sagte er mit einem Mal. Edda machte große Augen. »Du hast noch nie an Haustüren geklingelt an Halloween?« Tim schüttelte mit dem Kopf und sagte leise, »Na ja, seitdem du mich mit zur Ranch genommen hast, habe ich ja jetzt auch hier im Dorf Freunde. Hier wohnt ja keiner aus meiner Klasse.« Edda bremste mit einem Mal ab und blieb stehen und sagte, »Was? Das wusste ich ja nicht.« Tim blieb auch stehen und schaute Edda an und gleichzeitig runter. Edda sagte mit einem Mal, »Ich habe eine grandiose Idee« und lehnte ihr Fahrrad an einen Zaun und sagte, »Los, Tim, mitkommen, sofort!« Tim stellte auch sein Rad ab und lief Edda hinterher, die geradewegs auf eine Haustür zusteuerte. Gerade als sie klingeln wollte, sagte Tim, »Edda, da lieber nicht!« Edda schaute ihn an und klingelte einfach. Es rumpelte hinter der Haustür und beide standen nun wie erstarrt da. Und eine Stimme sagte, »Kleinen Moment mal bitte!« Edda fand es jetzt gruselig, aber sie ließ sich nichts anmerken. Die große Haustür öffnete sich und zum Vorschein kam eine kleine, ältere Dame. Edda stammelte sich leise ein »Süßes oder Saures?« raus. Die alte Dame strahlte Edda an und sagte, »Ach Gottchen, wie süß ihr beide seid! Ihr hat ja schon seit Jahren niemand mehr geklingelt von euch.« Edda stand immer noch wie angewurzelt da und schaute die alte Dame an, die mit einem Mal sagte, »So schöne Kostüme! Wartet kurz, ich hol euch was!« Die alte Dame drehte sich um und verschwand in ihrem Haus und ließ die Haustür offen stehen. Edda versuchte ins Haus zu schauen und sah mit einem Mal einen Flur, der aussah, als hätte er kein Ende. Überall hingen Uhren an der Wand. Man hörte sie alle durcheinander ticken. Edda drehte sich zu Tim um und zuckte mit den Schultern. Tim wedelte mit den Armen rum, als wollte er Edda was sagen und flüsterte irgendwas. Als die alte Dame wieder aus dem Nichts an der Tür stand und Edda ganz bezaubert anschaute, »Hier«, sagte sie und legte in Eddas Korb eine kleine Dose, in der es klapperte. Edda sagte leise, »Vielen, vielen Dank.« Die Dame freute sich scheinbar so sehr, dass Edda bei ihr geklingelt hatte. Edda lief langsam los und die Dame schaute den beiden hinterher, wie sie am nächsten Haus klingelten, und winkte. Endlich waren sie weit genug weg, als Tim lossprudelte. »Du weißt wohl nicht, wer das ist, oder?« Edda schaute Tim an und sagte, »Eine nette alte Dame, die mir eine Dose geschenkt hat und scheinbar Uhren mag.« »Nee, Tim, wer ist denn das?« Timmy machte große Augen und sagte, »Das war die Kräuteroma.« Edda schaute ganz verdutzt und sagte, »Die Kräuteroma?« Tim sagte, »Ja, das ist eine ganz komische Omi. Da gehen immer alle hin, die irgendeine Krankheit haben und dann macht sie ganz seltsame Sachen.« Edda fragte, »Warst du auch schon mal da?« Timmy senkte den Kopf und sagte leise, »Ja.« Edda war entsetzt und sagte, »Aber dann ist sie ein voll toller Mensch. Warum haben denn alle Angst vor ihr? Klingeln da nicht mehr an Halloween?« Tim zuckte mit den Schultern und sagte, »Weil es gruselig ist, was sie macht?« Edda schüttelte mit dem Kopf und sagte, »Sie war doch aber voll freundlich. Okay, die hat viele Uhren. Fand ich auch komisch, aber ich sammle ja auch Pferdekarten.« Timmy überlegte und sagte mit einem Mal, »Sie nimmt nicht mal Geld dafür, wenn man zu ihr geht.
Edda schaute nun ganz traurig und drehte sich mit einem Mal um und ging wieder zu dem Haus zurück der alten Dame und klingelte wieder. Timmy sagte leise zu Edda, »Was machst du da? Edda, was hast du vor?« Wieder ging die Tür auf und die Dame schaute die beiden ganz verdutzt an. Edda sagte mit einem Mal, »Sie sind also die Kräuteroma und sie heilen ganz viele Menschen und nehmen nichts dafür.« Die Dame schaute ganz überrascht und sagte, »Nennst du mich bitte Martha, kleine Edda?« Nun verschlug es Edda die Sprache. Woher kannte sie ihren Namen? Edda hielt auf einmal ihren Korb hin und sagte, »Das ist für Sie, Martha.« Edda griff in ihre Hosentasche und holte die kleine Glasmurmel raus und hielt sie ihr auch hin. Martha lächelte sie an und hielt die kleine Murmel hoch und sagte, »Dich hat ja der Himmel geschickt. Du hast einen Befreier.« Und nahm die Kugel und warf sie auf die Erde. Edda und Tim standen wie angewurzelt da und trauten nicht ihren Augen. Und wieder lösten sich die Knöpfe von ihren Kostümen und bekamen kleine Beinchen und Ärmchen und ein kleines Gesicht. Alle Knöpfe von dem Kostüm schwebten nun um die drei herum. Martha kicherte die ganze Zeit und sagte mit einem Mal, »Vielen Dank, Edda«, und nahm aus dem Korb die Dose und sagte, »Die gehört aber dir«, und gab Edda die Dose zurück. »Danke für die Süßigkeiten«, und ging in ihr Haus zurück und schloss die Tür. Tim, der komplett seine Stimme verloren hatte, sagte gar nichts mehr. Wortlos fuhren beide zur Ranch. Kurz bevor sie durchs Tor fuhren, sagte Tim mit einem Mal, »Du, Edda, was hast denn du für Glasmurmeln?« Edda antwortete nicht. Sie war immer noch von der älteren Dame, Martha, überwältigt. Auf der Ranch waren ganz viele Menschen, teilweise mit ganz gruseligen Kostümen, und scheinbar hatte die beiden noch keiner vermisst. Beide waren noch still, bis Lisa kam und beide zum Stockbrot zog. Nun, wie beim Herbstfest, eins nach dem anderen übers Feuer hielten. Es war mal wieder kaum zu überbieten. So schön war es auf der Ranch. Die Jungs rannten umher und versuchten, andere zu erschrecken. Die Erwachsenen lachten viel und tanzten. Auf dem Weg nach Hause sagte Tim auf einmal, »Also Edda, ich hätte noch ganz viele Fragen, ja? Aber das war voll gruselig und trotzdem schön.« Mit diesen Worten trennten sich für heute die beiden vor Eddas Haustür. Da ging in das Haus ihrer Großeltern, wo ihr Opi schon wartete, und sagte, »Na, wo ist denn dein Korb voller Süßigkeiten?« Edda sagte im Vorbeigehen, »Den habe ich Oma Martha geschenkt und ich gehe schlafen, Opi, ja?« und ließ die Tür von ihrem Zimmer hinter sich zufallen. Sie legte sich neben ihr schlafendes Pony hoch und schaute wieder aus dem Fenster. »Na, Edda, alles in Ordnung?« fragte mit einem Mal das Pony hoch. Edda zuckte zusammen und sagte, »Ich dachte, du schläfst«, erzählte alles ihrem Pony Ho. Das hörte aufmerksam zu und sagte mit einem Mal, »Edda, du solltest Halloween nicht mehr vor die Tür gehen.« Edda sagte mit einem Mal, »Ey, das glaube ich auch.« »Ach Mensch, Edda«, sagte das Pony Ho, »das war ein Spaß. Ohne Oma Martha hättest du den Befreier, also die kleine Murmel, niemals auf die Erde geworfen. Ich kenne Oma Martha sehr, sehr gut. Sie ist einer der schönsten Menschen, die ich kenne.« Edda sagte mit einem Mal, »Ja, sie ist wirklich sehr schön und so besonders. Na, und deswegen sind die Menschen ja so komisch zu ihr. Sie ist noch genau wie du, bloß in der Hülle eines älteren Menschen. Sie hat nie aufgehört, an Knopfgeister zu glauben. Und das machen ja die meisten Erwachsenen und sagen irgendwann, dass es Quatsch ist und vergessen uns einfach. Sie aber nicht. Deswegen finden sie alle komisch. Bei Kindern fällt das ja nicht auf, aber bei Erwachsenen schon, wenn sie behaupten, dass es Knopfgeister gibt. Und genau deswegen können uns die meisten Menschen nicht sehen.« Edda hörte ganz aufmerksam zu.
und sagte, »Das stimmt, du hast recht. Das ist aber sehr schade. Also, wenn ich nie aufhöre, an dich zu glauben, kann ich dich dann immer sehen?« Das Pony sagte leise, »Ja, genau. Das ist die Formel für Knopfgeister. Und jetzt schlaf schön, kleine Edda.«